Premiere Pro von Adobe wirbt mit KI. Und das völlig zu Recht. In den letzten Jahren haben sich hier einige Funktionen etabliert, die weit über Spielereien hinausgehen, sodass auch wir bei MindNapt sie zum Teil täglich einsetzen. In diesem Video zeige ich dir, welche KI-Features in Premiere wirklich praxistauglich sind, deinen Workflow optimieren können und dir dabei helfen, noch bessere Videos zu produzieren. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei MindNapt, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander. Ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur MindNapt. Hier auf unserem Kanal bekommst du regelmäßig Tipps rund um die Themen Filmproduktion und Videomarketing. In den letzten Versionen von Premiere hat Adobe eine ganze Reihe neuer Funktionen rausgebracht, die auf künstlicher Intelligenz basieren und dir die Arbeit mit dem Programm vereinfachen sollen. Heute möchte ich dir meine 5 Lieblingsfeatures vorstellen, mit denen du schneller wirst und ganz neue kreative Möglichkeiten hast. Ganz neu dabei seit 2025 ist die Funktion Generative Extend, auf Deutsch generatives Erweitern. Mit der Funktion kannst du Clips ganz einfach verlängern. Du ziehst einfach den Cliprand nach außen, Premiere analysiert den Inhalt und ergänzt passende Frames. Das ist super praktisch, wenn ein Schnitt noch etwas Luft braucht, eine Geste etwas abgeschnitten ist oder du eine Szene ein bisschen strecken möchtest, ohne sie langsamer abzuspielen. Gerade bei Interviews oder atmosphärischen Shots funktioniert das erstaunlich gut. Ein echtes Highlight ist die automatische Transkriptionsfunktion. Damit kannst du nicht nur Untertitel auf Knopfdruck erstellen, sondern auch ganze Clips nach Text durchsuchen und sogar direkt über das Transkript schneiden. Das spart Zeit, vor allem bei Interviews oder langen Aufnahmen, und das textbasierte Schneiden ist eine ganz spannende neue Art, mit Interviews umzugehen. Ein wichtiger Hinweis dazu: achte auf die richtige Spracheinstellung. Wenn du versehentlich auf Englisch transkribierst, obwohl auf Deutsch gesprochen wird, erkennt Premiere so gut wie nichts und du darfst nochmal von vorne anfangen. Bei langen Interviews kann das einige Zeit in Anspruch nehmen. Ziemlich praktisch ist das Tool auch für internationale Inhalte. Die generierten Untertitel lassen sich mittlerweile nämlich direkt in über 25 Sprachen übersetzen. Zu 100% darauf verlassen sollte man sich allerdings nicht. Auch bei der Organisation deiner Medienbibliothek hilft seit neuestem die KI. Mit der Media Intelligence-Funktion kannst du einfach im Fenster Suchen einen Suchbegriff eingeben, zum Beispiel Mischpult, und Premiere findet automatisch Clips, die zu dieser Beschreibung passen. Die KI durchsucht dabei nicht nur Dateinamen und Metadaten, sondern erkennt auch Bildinhalte und transkribierte Sprache. Natürlich ist die Suche nicht immer perfekt, aber sie funktioniert schon ziemlich gut und spart dir im Alltag enorm viel Zeit. Richtig nützlich ist auch das KI-gestützte Remix-Tool. Damit kannst du Musiktitel automatisch auf eine bestimmte Länge anpassen, ohne dass du sie selber schneiden musst. Premiere analysiert für dich den Track, erkennt musikalische Strukturen wie Takte und Übergänge und erstellt daraus eine neue Version, die natürlich klingt. Das ist super, wenn du einen Song genau auf die Länge deines Schnitts bringen willst oder du ein Musikbett unter einen längeren Interviewfilm legst. Gerade für Social-Media-Clips oder Imagefilme ist das eine riesige Hilfe. Inhalte für mehrere Plattformen erstellst, kennst du das Problem. Ein Video im Querformat funktioniert nicht unbedingt als Hochformat oder im Quadrat. Mit Auto-Reframe nimmt dir Premiere die Suche des richtigen Ausschnitts ab. Du kannst Auto-Reframe auf einzelne Clips oder auf komplette Sequenzen anwenden. Die KI ist ziemlich gut darin, den richtigen Bildausschnitt zu finden, sodass dein Video auch im Hochformat oder eben als Square gut aussieht. Künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie wir Videos schneiden und bearbeiten, immer weiter beeinflussen. Wenn du die Premiere-Tools effektiv in deinen Workflow nutzen kannst, kannst du nicht nur schneller arbeiten, sondern auch noch kreativer und präziser werden als ohne sie. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, sich die Neuerungen genau anzuschauen und zu beobachten, was Premiere noch rausbringt. Wenn du zu einem der Tools aus dem Video noch Fragen hast, schreib sie mir in die Kommentare. Und falls du wissen möchtest, wie du in Premiere Pro die Tonmischung richtig in den Griff bekommst, also von Lautstärkenanpassung bis zu Effekten und dem finalen Export, dann schau dir unbedingt unser nächstes Video genau zu dem Thema an. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei MindNapt. Mit Videos mehr erreichen.